So, herzlich willkommen hier beim heutigen Webinar zum Thema Enterprise Mobility Management beziehungsweise dem Cisco Meraki Systems Manager. Die nächste Stunde werden wir uns an das ganze Thema Cisco Meraki, Mobile Device Management, Enterprise Mobile Management und auch das Thema Live-Demo von so einem System heranwagen. Und Sie können gerne jederzeit hier im Chat beziehungsweise in dem sogenannten Q&A-Panel auf der rechten Seite in Ihrem Webex-Fenster Fragen stellen und ich versuche die dann auch entsprechend zu beantworten. Ich gebe jetzt erstmal mein Bildschirm kurz frei. So. Und dann sollten Sie jetzt auch eine Präsentation sehen. Denn wir starten mit einem kurzen Überblick und einer Einführung in das Thema Enterprise Mobility Management. Danach schauen wir uns das ganze Thema an, warum das Thema in Verbindung mit Cloud Networking eine ziemlich saubere und einfach umzusetzende Sache ist im Vergleich zu anderen EMM-Produkten am Markt. Ich werde kurz aufzeigen, wie die Technologie dahinter funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und wie gesagt, den Hauptteil des heutigen Tages, des heutigen Webinars, werde ich mit einer Live-Demo von dem Produkt verbringen. Ich denke, der ein oder andere ist auch hier in dem Webinar, da er gesehen hat, wenn man sich hier die entsprechenden Informationen anschaut, hat man auch die Möglichkeit, nach dem Webinar, nach der Teilnahme, 20 Lizenzen für den Systems Manager von Cisco Meraki zu erhalten. Dazu werden die Daten, die Sie bei der Registrierung angegeben haben, bei uns im Hintergrund dann genutzt, um Sie entsprechend zu kontaktieren, mit Ihnen nochmal Ihre Kontaktdaten abzuklären und dann erhalten Sie 20 Lizenzen, die Sie für 3 Jahre nutzen können, inklusive aller Leistungen, die dieses Produkt so bietet. Also es ist keine eingeschränkte Version oder so. Sie bekommen sogar Support, wenn Sie Unterstützung brauchen per Telefon oder E-Mail. Ja, fangen wir doch an. Cisco Meraki, vielleicht hat der ein oder andere noch nichts von ja, dieser Marke von Cisco gehört. Was ist Meraki? Erstmal, Meraki ist immer im schönen Grün zu erkennen. Von daher, wenn Sie das nächste Mal auf unsere Webseite gehen, meraki.cisco.com zum Beispiel, dann sehen Sie sofort, dass Sie richtig sind. Was verbirgt sich denn hinter diesem Markennamen? Cisco Meraki ist Ciscos Cloud-Management-Produkt. Das heißt, mit Cisco Meraki kann ich eine komplette Lösung im IT-Bereich bestehend aus Netzwerkprodukten, aber auch zum Beispiel den Bereich Mobile Device Management ja, managen. Und benötige dafür bei mir vor Ort keinerlei Controller, zum Beispiel im WLAN-Bereich kein WLAN-Controller. Ich benötige kein Management-System im Bereich Netzwerk, oder aber auch keinen Storage im Bereich Video, den ich bei mir, vor Ort haben muss. Und das ist natürlich extrem interessant, wenn ich mir den Bereich Gerätemanagement anschaue, denn auch hier muss ich bei mir in meinem Rechenzentrum oder unterm Schreibtisch mir keinen Rechner hinstellen, auf dem die Software läuft, sondern wir kümmern uns darum, dass das entsprechend gehostet wird und die Geräte auch immer zu diesem Service eine Verbindung haben. Ja, wie schon angesprochen, Sie sehen das. Es gibt die Produkte im Bereich Wireless, also Access Points. Es gibt sogenannte Security Devices, MX heißen die bei uns. Es gibt Switche, mit denen ich die entsprechenden Access Points, Kameras und so weiter verbinde und auch mit Strom versorge. Es gibt den Bereich Warn- und Performance-Überwachung, das ist also eine Softwarelösung. Und es gibt den Bereich
IMM. Und den schauen wir uns heute entsprechend an. Was ist das Besondere? Dass all diese unterschiedlichen Produkte hier über ein und dieselbe Oberfläche gemanagt werden. Das heißt, egal ob Sie jetzt heute nur mit dem Bereich IMM anfangen wollen, Sie können später über genau dieselbe Oberfläche und ohne, dass Sie zusätzlich bei sich irgendwas im Rechenzentrum installieren, zum Beispiel das Thema WLAN auch angehen. Mit diesem Ansatz, dass wir keine Controller benötigen, skalieren, da wir im Hintergrund die entsprechende Hardware zur Verfügung stellen, die für die Services benötigt wird und auch ein sehr einfaches Lizenzmodell haben, wovon ich später nochmal zu sprechen komme, sind wir inzwischen das am schnellsten wachsende Portfolio im Cisco-Konzern. Sie sehen hier ein paar Zahlen, also über 250.000 Kunden nutzen entweder eins oder oft mehrere dieser Produkte. Wir sehen, dass über 3,5 Millionen Meraki-Netzwerkgeräte online sind. Das sind also jetzt nicht Smartphones und Tablets und so weiter, sondern wirklich hier Access Points, Switche und so weiter, die wir aktiv managen für die Kunden. Und es gibt eine sehr große Anzahl an Administratoren, die also aktiv auf dieser Oberfläche arbeiten. Ja, zum Thema Cloud sollte man vielleicht auch hier in Deutschland noch ein paar Worte verlieren. Das Wichtige ist erstmal, dass wir von den Geräten, die sich mit unserer Cloud verbinden, nur entsprechend Management-Daten speichern. Also wenn ich jetzt einen Access Point habe, dann speichere ich dem seinen Namen, seine IP-Adresse und wie das WLAN-Netzwerk heißt, das er ausstrahlt. Aber ich speichere nicht die Daten, die über den Access Point zum Beispiel aus dem Internet abgerufen werden oder von einem lokalen Server. Genauso ist es im Bereich Mobility Management. Da habe ich entsprechend alle Daten, die ich zum Managen der Geräte brauche, aber ich speichere nicht die Fotos der Geräte oder solche Inhalte ab. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, auf unserer Cloud sind nur die entsprechenden Daten, die ich auch zum Management der Lösung benötige. Und die sind natürlich, werden die verschlüsselt übertragen. Und die Rechenzentren für diese Server stehen in Frankfurt und in München, also in Deutschland. Das Thema Datenschutzgrundverordnung ist da natürlich entsprechend beachtet. Und Themen wie das Recht auf Vergessen und so weiter können Sie bei uns in der Oberfläche ganz einfach auslösen oder umsetzen. Das Ganze wird gesteuert, wie ich schon gesagt habe, über eine Web-Oberfläche. Und entsprechend kann ich also dieses System bedienen von jedem Endgerät aus, das einen Browser hat. Also das kann mein Smartphone sein, das kann mein Laptop oder mein PC sein. Und ich bin völlig unabhängig von dem Ort aus, von dem ich mein System manage. Ich muss also nicht in der Firma sitzen oder neben dem Gerät oder ich muss einen VPN aufbauen irgendwohin, zu dem Server aufbauen, das brauche ich alles nicht, sondern ich muss nur auf diese Public oder auf diese öffentliche Webseite kommen. Ja, der Durchsatz und die Engpässe sind nicht vorhanden, da wir uns eben darum kümmern, dass wir entsprechend Server nachstellen, wenn mehr Performance benötigt wird. Und wir garantieren für diesen Service, den wir für Sie betreiben, 99,99% Verfügbarkeit. Wir hatten bis jetzt noch nie diese Zahl gerissen. Von daher bin ich in den letzten 10 Jahren sehr zuversichtlich geworden, dass wir das auch in Zukunft machen können. Gut, wenn Sie mehr Informationen dazu finden wollen, können Sie einfach kurz zu dem Thema Sicherheit, Datenschutz und so weiter auf unsere Trust-Webseite gehen, die hier unten dargestellt ist. Ja, was sind die Herausforderungen, die wir eigentlich heute mit so einem System auch im Bereich Gerätemanagement haben? Wir haben auf der linken Seite ganz klar zu sehen, immer mehr mobile Endgeräte, die nicht nur Kunden oder Mitarbeiter nutzen, sondern im Allgemeinen die unterwegs sind. Ja, also nicht mehr jeder arbeitet überhaupt mit einem stationären PC, viele haben Laptops oder sogar nur noch Tablets. Und oft ist es eben so, dass ich als Firma oder als Schule eben jetzt die Herausforderung habe, diese Anzahl, was vielleicht früher 20 PCs in einem Klassenraum waren,
heutzutage viel mehr mobile Geräte sind, die ich managen muss und die ortsunabhängig sind. Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, ich gehe jetzt heute mal dahin und mache auf allen 20 Geräten nacheinander ein Software-Update. Die sind ja alle nebeneinander und ich kann es parallel machen. Das ist heute nicht mehr möglich, denn die Geräte sind natürlich an unterschiedlichen Orten, werden von unterschiedlichen Nutzern genutzt und vielleicht auch administriert. Und da brauche ich eine Lösung, die wir gleich ansprechen werden, Mobility Management. Das heißt, das ist natürlich Teil der Herausforderung, die wir haben, die Sie wahrscheinlich auch haben. Das nächste ist das Thema, wenn ich ein Netzwerk habe mit so vielen mobilen Nutzern, habe ich als nächstes die Herausforderung, dass diese Nutzer heutzutage nicht nur im Web rumsurfen, sondern sehr viele Anwendungen nutzen, die Streams haben, Echtzeit-Traffic, wichtige Applikationen und unwichtige Applikationen und dass ich diese Prioritäten setzen kann. Und auch das können wir mit unserer Lösung, wir können das direkt auf den Endgeräten und wir können diese Einstellung, die wir auf den Endgeräten machen, dass zum Beispiel die Applikation WebEx, so wie ich sie jetzt gerade nutze, dass die eine höhere Priorität hat als die Applikation Netflix zum Beispiel. Und das kann ich eben mit so genannten Layer 7 Anwendungskontrolle schaffen. Und der dritte Teil ist natürlich auch das Thema, wie kann ich mit solchen vielen Nutzern und mobilen Endgeräten vielleicht auch neue Geschäftsbereiche erschließen. Und da helfen vor allem die eingebauten Analysefunktionen bei uns. Das Schöne ist, für all diese Herausforderungen brauchen Sie eben nur eine Oberfläche und müssen bei sich nichts installieren. Keine entsprechende Hardware installieren etc. Das nächste Schöne an so einer Cloud-Lösung ist natürlich auch, und das kennen Sie, wenn ich Sie fragen würde, welche Version von YouTube oder welche Version von Facebook nutzen Sie vielleicht, dann wissen Sie das gar nicht. Bei uns ist es ähnlich, wir machen im Hintergrund Updates für die Plattform und stellen automatisch neue Features zur Verfügung, ohne dass Sie einen Upgrade vielleicht machen müssen. Das ist vor allem im Bereich Systems Manager, also in dem Tool, von dem wir heute sprechen, sehr interessant, weil wir die Plattform im Hintergrund immer aktualisieren und Sie keinerlei Wartungsfenster benötigen, um zum Beispiel neue Features in dem Bereich auszuführen und zur Verfügung zu haben. Ja, das sehen Sie mal ein paar Features, die so nach und nach dazugekommen sind. Und das Interessante ist, dass all diese Features Teil von der Lizenz sind. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir bekommen 20 Gerätelizenzen für 3 Jahre. Alle neuen Features, die wir in diesen 3 Jahren reinbringen, und wir haben ungefähr alle 1-2 Monate im Hintergrund wird die Plattform aktualisiert, ohne dass Sie das mitbekommen, dann haben Sie sofort Zugriff auf diese Features und können die sofort auf Ihre Geräte ausrollen. Und das ist natürlich extrem charmant, weil Sie sich nicht drum kümmern müssen, ist das jetzt noch kompatibel mit meinem System etc. Das brauchen Sie nicht. Wir kümmern uns darum, dass Ihr System immer aktuell ist und die aktuellen Features hat. Sie bekommen dann angezeigt in der Oberfläche, das zeige ich Ihnen dann nachher kurz, hier, wir haben heute Nacht oder seit gestern ein neues Feature für Sie freigeschaltet. Hier ist eine kurze Erklärung und ein Link zu unserer Dokumentation, wenn Sie das nutzen wollen. Okay, gut. Soweit zu dem System, was hinten dran steht, Cisco Meraki, wie funktioniert das? Jetzt kommen wir in den Bereich EMM, also Enterprise Mobility Management. Was verbirgt sich dahinter? Ich habe das ein oder andere Mal schon eine der vier Säulen angesprochen, Mobile Device Management. Damit hat es gestartet, diese Software, sage ich mal, und ist heutzutage deutlich über das eigentliche Gerätemanagement hinweg. Also Gerätemanagement bedeutet, ich habe alle Geräte in der Sichtbarkeit und ich kann auf den Geräten zum Beispiel eine Firmware-Update machen. Ich kann sehen, wie voll ist der Akku, wo sind vielleicht die Geräte etc. Also das verbirgt sich hinter Gerätemanagement, sage ich Ihnen gleich noch. Was danach kam, relativ schnell, ist das Thema Mobile Identity. Das heißt, ich habe auf der anderen Seite, also ich habe einmal die Geräte physisch
vor mir und ich habe Nutzer. Und diese Nutzer habe ich in einer Datenbank. Das kann meinetwegen ein Active Directory zum Beispiel sein, etc. Und jetzt möchte ich auch sehen, welche Geräte werden von welchem Nutzer denn benutzt. Das heißt, ich kann diese Verknüpfung herstellen und kann natürlich darauf basierend auch Regeln für Nutzer treffen, was sie auf ihren Geräten dürfen. Davor hatte ich, wie gesagt, nur das Gerät an sich. Jetzt kann ich auch sagen, wenn der Nutzer dieses Gerät nutzt, dann darf er andere Sachen machen. Danach kam das Thema Applikationsmanagement. Ist, denke ich, selbsterklärend. Ich kann also Apps auf meine Geräte pushen, installieren, aktualisieren, abhängig von dem Gerätetyp und abhängig von den Nutzern oder den Gruppen. Und als letzter kam der Punkt Mobile Content Management. Und all diese vier Punkte zusammen machen jetzt diesen Begriff Enterprise Mobility Management aus. Unser Produkt, was das umsetzt, ist wie gesagt der Meraki Systems Manager. Kommen wir in die einzelnen Bereiche rein und ich gebe Ihnen mal jeweils ein Beispiel, wie sowas aussehen kann. Ich zeige es Ihnen dann auch live nachher in der Oberfläche. Also, MDM, wie gesagt, klassischer Fall oder klassische Features, die dort so vorhanden sind. Ich kann also mobil, aber auch Desktop-Geräte verwalten. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel einen Teil iOS-Geräte. Ich sehe OS X, das heißt Laptops. Ich sehe Android-Geräte, das können jetzt Tablets sein oder Smartphones. Genauso kann ich aber auch Windows-PCs verwalten mit so einem Agenten. Was ich machen kann, ich kann Geräte sperren, zum Beispiel wenn sie geklaut worden sind, kann ich die komplett löschen, kann sie sperren, kann eine Meldung anzeigen lassen. Ich sehe, wo die Geräte sind, wer sie nutzt und kann dann natürlich auch aus der Entfernung, je nach Betriebssystem, zum Beispiel einen Remote Desktop starten, um eine Fehlerbehebung machen. Also ähnlich wie Sie das vielleicht von TeamViewer kennen, könnte ich mir dann auf meinem Windows-PC könnte ich einen Remote Desktop starten. Und das mache ich direkt hier aus dieser Oberfläche raus. Gut, das ist das Thema Mobile Device Management. Ich gehe jetzt gar nicht so groß in die einzelnen Features ein, nur dass Sie das mal gehört haben, was die vier Bereiche ausmachen, die wir unterstützen. Nächste, Applikationsmanagement, habe ich schon angesprochen. Das Schöne ist, die Plattformen, die wir unterstützen, also Cisco Meraki Systems Manager ist nicht nur für klassische mobile Betriebssysteme wie Android und iOS gedacht, sondern wir unterstützen eben auch Windows oder macOS und wir haben auch noch Chrome OS und unterstützen für diese verschiedenen Betriebssysteme auch die entsprechenden Applikationen und können die verteilen. Das ist beim mobilen Betriebssystem natürlich relativ einfach, denn wir integrieren uns direkt mit dem Google Play Store zum Beispiel oder dem Apple iStore und können dann von dort direkt Applikationen herausnehmen und sagen, diese Applikation soll jetzt auf den Geräten XY ausgerollt werden. Ich kann zusätzlich auch noch für die Plattform Apple kann ich das sogenannte VPP-Programm noch einbeziehen. Das heißt, ich kann direkt auch kostenpflichtige Applikationen zentral, zum Beispiel für meine Schule oder mein Unternehmen, kaufen und kann diese Applikationen, die kostenpflichtig sind, kann ich verteilen auf Geräten. Also ich kann zum Beispiel für alle Schüler der 7. Klasse kann ich eine Lern-App kaufen und wenn die Schüler der 7. Klasse nach einem Jahr fertig sind, dann nehme ich diese gekaufte Applikation herunter von den Geräten der jetzt 8. Klasse und schiebe sie auf die neue 7. Klasse drauf. Das heißt, ich kann mit so einem Programm dann auch Applikationen, die ich gekauft habe, von einem Nutzer zum anderen verschieben. Das kann ich ja normalerweise mit einem privaten Account nicht. Genau, das ist im Prinzip im Bereich Mobile Application Management und wenn die Applikationen das hergeben, kann ich auch noch Einstellungen der Applikationen direkt an die Geräte übergeben. Wenn es keinen Play Store gibt zum Beispiel, kann ich aber auch zusätzlich noch Applikationen, die ich zum Beispiel selber geschrieben habe oder die eben bei Windows als Excel-Datei oder MSI-Datei vorliegen, die kann ich dann hier auch hochladen oder kann einen Server angeben, auf dem die liegen und kann die dann auch verteilen. Das heißt,
auch wenn es jetzt von Microsoft vielleicht keinen Store gibt, in dem alle Excel-Dateien drin sind, kann ich die selber auch verteilen. Das ist kein Problem. Der nächste Punkt, der dritte, ist das Mobile Content Management. Wir sehen hier eben schon einen Ausschnitt. Ich kann Profile erstellen und in diesen Profilen kann ich verschiedene Einstellungen reinpacken. Wir sehen hier schon zum Beispiel Einschränkungen, ich kann die Kamera verbieten etc. Und ich kann aber auch Dateien verteilen. Darum geht es beim Mobile Content Management. Ich kann also sagen, wer soll welche Datei bekommen. Also ich kann zum Beispiel einen Stundenplan verteilen, PDF-Datei etc. Ich kann auch gewisse Zugriffe einschränken. Zum Beispiel kann ich sagen, dass E-Mail-Anhänge oder so nicht geöffnet werden dürfen. Ich kann sagen, dass gewisse Dateiverteildienste wie jetzt zum Beispiel Dropbox automatisch auf den Geräten installiert sind und die Nutzer dann auf die Dateien darin zugreifen können. Und ich kann natürlich auch sagen, dass Nutzer, die unterwegs sind und im normalen Internet unterwegs sind, dass die, wenn sie auf zentrale Dateien zugreifen wollen, immer aber den VPN-Client erst starten müssen. Und all diese Zugriffsregeln kann ich eben auch über den Systems Manager ausrollen und kann den einzelnen Geräten und Nutzern zuordnen, sodass ich also immer sicherstellen kann, wenn zum Beispiel Nutzer unterwegs sind, haben sie keinen Zugriff auf interne kritische Informationen, sondern nur wenn sie im VPN sich eingeloggt haben und ich kann die VPN-Einstellungen auch über mein MDM-Tool verteilen. Und im letzten Bereich kommen wir eben zu dem Thema Identität. Hier kann ich eben sagen, es gibt verschiedene Gruppen, die Identitäten definieren. Eines habe ich schon gesagt, zum Beispiel Nutzergruppen, die aus einem Active Directory zum Beispiel kommen, sehen wir hier unten. Ich kann also sagen, alle Schüler, alle Lehrer oder alle Entwickler sind in einer Gruppe und haben automatisch Zugriff auf die folgenden Funktionen. Ich kann selber sogenannte Tags definieren, kann zum Beispiel, auch wenn die Nutzer nicht in der Gruppe sind oder die Geräte, kann ich alle in eine logische Gruppe packen in meiner Oberfläche. Ich kann sagen, Geräte, die eine bestimmte Sicherheitsvorgabe verletzen oder erfüllen, dürfen auch wieder unterschiedliche Sachen machen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Geräte, die mit dem aktuellsten iOS 12 ausgestattet sind, die sind berechtigt, in mein Netzwerk zu gehen. Zum Beispiel Geräte, die aber noch nicht abgedatet haben, kommen nicht mehr auf mein Netzwerk. Sowas kann ich dann in solchen Sicherheitsgruppen oder Policy Tags vorsehen. Und ich kann natürlich auch noch das Ganze auf den Bereich Lokation festlegen, also sogenannte Geofences erstellen. Da kann ich also Bereiche festlegen. Wenn sich das Gerät in diesem Bereich aufhält, dann werden zum Beispiel bestimmte Applikationen installiert. Wenn der Schüler zum Beispiel den Bereich Schule wieder verlässt, werden die Applikationen wieder von dem Gerät gelöscht und die Lizenz zum Beispiel für diese Applikation wird wieder freigegeben. Sowas kann ich auch machen, also ortsbezogene Einstellungen. Und diese Tags werden dann automatisch aktualisiert, also je nachdem, wo das Gerät ist oder welche Version die hat, kann ich dann eben automatisch Funktionen antriggern. Zusammengefasst, der Systems Manager als Tool ist eine EMM-Lösung. Heutzutage nennt man das so am Markt, eine EMM-Lösung. Und das ist die EMM-Lösung aus dem Hause Cisco. Also es gibt nicht noch zwei oder drei andere, sondern wenn Sie sowas gerne von Cisco haben oder vielleicht auch bei sich entsprechend Equipment haben, vielleicht sogar Meraki-Equipment haben, dann ist das sicherlich eine interessante Lösung für Sie. Aber auch völlig ohne Hardware von Cisco können Sie diese Lösung einsetzen. Sie brauchen gar nichts anderes von uns aus dem Hause. Es ist ein modulares System. Sie können nur den Systems Manager als Softwarelösung bei uns sich holen und können sofort loslegen. Unterstützte Plattform habe ich schon angesprochen. Wir skalieren so viele Geräte, wie Sie nutzen wollen. Wir haben mehrere
Millionen Geräte, die wir aktuell schon managen mit diesem System. Also jetzt kein neues System oder Sie sind die ersten Nutzer, ist mehrere Jahre auf dem Markt, wird auch in vielen Studien, zum Beispiel von Gartner und so weiter, wird inzwischen der Systems Manager auch genannt in dem Bereich. Und ja, wie schon angedeutet, Sie brauchen kein Cisco-Netzwerk, um jetzt dieses Tool nutzen zu können. Und dann würde ich sagen, starten wir mit einer Demo. Dazu gehe ich in meinen Browser, den ich hier im Hintergrund offen habe. Und ja, was Sie hier sehen in dem Browser, ist jetzt die Ansicht des Meraki Dashboards, aber als Administrator. Ich bin ein Administrator in dem System und zeige Ihnen nur kurz einen kleinen Einblick, was und wo wir managen. Also diese Ansicht haben Sie als Endkunde oder als Partner jetzt nicht direkt, aber die eine Zahl, die sicherlich interessant ist, weil die sich auch jeden Tag ändert, ist die Zahl hier links oben, 1,7 Millionen aktive Netzwerke bei Kunden. Ein Netzwerk kann zum Beispiel eine Systems Manager Installation sein, mit 5000 Geräten, die installiert, die gemanagt werden, kann aber zum Beispiel auch ein Kundenstandort sein, bei dem er 20 Access Points und 2 Switche drin hat und eine Kamera und Mobile Device Management noch zusätzlich macht. Das heißt, dahinter verbirgen sich ganz viele ja, Technologien und Geräte und die Zahl wächst rasant und wir sehen hier, jeder Punkt ist so ein Netzwerk und wir sehen das auch vor allem in Deutschland, ja, das Thema Cloud Managed IT schon ziemlich verbreitet ist. Ich kann nicht weiter reinzoomen, das ist jetzt auch im Bereich Datenschutz entsprechend wichtig. Hier sehen Sie links oben zum Beispiel den Bereich Education, also wenn Sie aus dem Schulumfeld zum Beispiel kommen, wo haben wir Schulen, die entsprechende Systeme einsetzen, die gibt es auch in Deutschland, wo haben wir vielleicht im Bereich Hotel und Tourismus entsprechende Kunden, dann sehen wir auch, dass wir hier in allen Kundensegmenten schon entsprechende Kunden haben. Und um jetzt Ihnen das System live zu zeigen, komme ich gleich drauf. Hier kurz der Hinweis auf unsere Webseite, eben meraki.cisco.com. Da können Sie direkt hier oben auf den Bereich Case Studies gehen. Und wenn Sie da reingehen, dann können Sie sich solche Referenzen dann auch mit Namen anschauen, also Kunden, die unsere Systeme einsetzen. Im Bereich Products, da sehen Sie als Produkt Endpoint Management. Und wenn Sie darauf klicken, dann bekommen Sie noch mehr Informationen. Wenn Sie später dann zum Beispiel, weil Sie die kostenlosen Lizenzen bekommen haben, können Sie direkt auf unsere Dokumentation gehen, auf documentation.meraki.com und dort sehen Sie auch sofort den Punkt Endpoint Management, hier links unten, und dann können Sie dort einen sogenannten Quick Start anschauen, da wird Ihnen alles erklärt, wie Sie zum Beispiel die ersten Schritte machen. Zurück zu der Oberfläche. Ich gehe jetzt in ein Demo-Netzwerk hier hinein. Moment, jetzt muss ich mich nochmal kurz einloggen. Kurzen Moment. Was Sie gerade gesehen haben, ich habe im Prinzip über ein Single Sign-On habe ich mich in das System eingeloggt. Das Schöne ist, ich kann entweder Benutzername, Passwort machen, kann dann einen zweiten Faktor zum Beispiel mein Handy noch angeben, ähnlich wie beim Online-Banking zum Einloggen, dass es auch sicher ist. Oder ich kann einen sogenannten Single Sign-On im Unternehmen nutzen und da bin ich dann mit meinem Nutzer-Account, den ich im Unternehmen auch nutze, um mich am PC anzumelden, direkt an diesem System angemeldet. Ich sehe jetzt hier eine Übersicht und kann jetzt direkt in ein Netzwerk gehen, das ich als Administrator verwalte. Und das ist ein Live-System, das ich Ihnen jetzt zeige. Ich habe jetzt den Systems Manager aufgemacht, diese Website, und Sie sehen, dass oben die Geräteliste hochzählt. Das heißt, das sind die aktiv gemanagten Endgeräte, die wir gerade mit dem System bei uns managen. Also ein bisschen mehr wie 4000 Geräte. Und er holt sich jetzt von all diesen Geräten den aktuellen Status und holt ihn mir hier in die Tabelle rein. wenn wir einen Schritt zuvor gehen, dann sehe ich in der Übersicht von meinem Systems Manager auch nochmal eine relativ schöne und schnelle Übersicht über
Ja, meine Installation. Ich sehe, dass jetzt hier 3.700 Geräte enrolled sind. Das heißt, die sind nicht nur bekannt, sondern die sind auch angemeldet. Ich habe von diesen 3.700 aktuell noch 120, Entschuldigung, ich habe 120 Geräte, die noch nicht enrolled sind, also noch nicht gemanagt sind und könnte die mir anzeigen lassen, um dann eben auf die Nutzer zuzugehen und zu sagen, hey, du hast da vielleicht noch nicht das Profil installiert etc. Deswegen kommst du auch nicht auf unsere Ressourcen. Und ich sehe hier rechts auch, wie viele Geräte sich in den letzten 24 Stunden nicht gemeldet haben. Das heißt, die waren nicht online. In dem Fall ziemlich viele. Und ich sehe hier meine Policies, die ich erstellt habe. Ich habe zum Beispiel diese Policies, wo ich sage, wie viele Geräte befinden sich gerade an einem bestimmten Standort und dürfen deswegen entsprechende Sachen machen. Wie viele Geräte haben meiner Vorgabe der OS-Version, also der Betriebssystemversion entsprochen, etc. etc. Hier unten sehe ich auch die Verteilung aktuell, zum Beispiel auf die verschiedenen Betriebssystemplattformen, macOS. Ich sehe, dass 37 unterschiedliche Versionen aktuell bei mir im Unternehmen aktiv sind. Windows, iOS und so weiter sehe ich entsprechend diese Anordnung und kann dann natürlich sicherstellen, okay, wieso sind denn vielleicht noch so viele Geräte mit der Version, schauen wir mal, 11.3 online in der oder 11.0, in der schon sehr viele Sicherheitslücken sind zum Beispiel. Ja, dann könnte ich sowas aktiv angehen. Gut, das ist meine Übersicht. Die zweite Übersicht. Ich habe Ihnen versprochen, Sie sehen auch, wo die Geräte sind. Das ist jetzt bei uns eine Weltkarte, da wir weltweit vertreten sind. Aber ich könnte jetzt hier hingehen und könnte eben schauen, wo sind denn hier, ups, Entschuldigung, wo sind denn jetzt hier zum Beispiel in San Francisco in dem Bereich die Geräte unterwegs, die ich manage. Sowas kann ich natürlich erst machen, wenn ich ein Gerät auch aktiv mit einem Profil entsprechend versehen habe. Okay. Wenn ich jetzt hergehe und möchte zum Beispiel ein neues Gerät hinzufügen, dann sehe ich hier direkt in meiner Oberfläche, wie gesagt, das ist rein HTML5, ich kann es ja auf jeden browserfähigen Gerät aufrufen, dann erscheint hier links der Punkt Systems Manager. Wenn ich keine Kameras oder keine Access Points habe, erscheinen diese Punkte auch nicht. Ja, dann erscheint eben nur der Punkt Systems Manager hier auf der linken Seite. Wenn ich jetzt neue Geräte hinzufügen möchte, klicke ich einfach auf diesen Punkt. Und ja, jetzt ein Beispiel. Hier sehen Sie eben nochmal die unterstützten Betriebssysteme. Jetzt gehen wir mal in den Bereich iOS rein. Dann gibt es verschiedene Wege, wie ich ein Gerät hinzufügen kann. Entweder mache ich das selber, gehe einfach auf diese Webseite vom Gerät aus und gebe diese Nummer ein und dann wird die Signatur oder das Profil installiert. Ich könnte auch hier ein Foto machen und könnte die entsprechend direkt abfotografieren, dann würde ich auf diese Webseite wiederkommen, der Code wäre schon eingegeben und auch hier wird wieder das Profil installiert. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, hier bitte fotografiert das alle ab und klickt auf weiter, weiter, weiter und dann ist es erledigt. Ich kann das Ganze per E-Mail verschicken oder ich kann eben sowas auch über den Apple-Konfigurator zum Beispiel machen. Ja, das sind verschiedene Wege. Wenn ich jetzt in den Bereich Android zum Beispiel reingehe, dann ist es ähnlich dort. Also ich muss auch wieder schauen, dass ich eben, in dem Fall ist es hier noch nicht geschehen, dass ich eine Domain anbinde, entweder direkt von Google, die ich eben dort habe, um meine Geräte zu verwalten, oder ich kann hier direkt selber eine Domain erstellen. Im Bereich Windows ist es zum Beispiel so, dass ich einen kleinen Agenten auf die Geräte ausspielen muss und das kann ich zum Beispiel über eine Gruppenrichtlinie machen. So würde das funktionieren und dann würde ich die Geräte in dieser Geräteübersicht sehen, die ich Ihnen ganz am Anfang schon gezeigt habe, wo eben die knapp 4000 Geräte jetzt drin waren. Und ich könnte jetzt hergehen und könnte eben mal sagen, okay, wir suchen mal nach Geräten, die alle, mal schauen wir dann zum Beispiel, ja, die alle iOS-Geräte sind. iOS-Geräte. Wenn ich diesen Tag eben hier, der automatisch erstellt worden ist, hier mache, dann sucht er mir alle iOS-Geräte raus. Und ich sehe jetzt hier zum Beispiel ein iPad. Wenn ich jetzt da draufklicke,
dann sehen Sie alle Informationen, die ich über dieses Gerät habe. Das heißt, das ist jetzt dieser Teil, wo ich Mobile Device Management mache. Ich sehe die Seriennummer von dem Gerät, wie groß oder wie viel Speicher ist noch frei. Ich sehe nicht, was auf dem Gerät drauf ist, also welche Bilder oder so. Ich bekomme nur die Information vom System, okay, es sind noch 3 oder 4 Gigabyte frei an Speicher. Es gibt also in dem Fall kein Problem aktuell, um zum Beispiel eine neue Applikation auszurollen. Und ich könnte hier unten hergehen und könnte jetzt zum Beispiel das Gerät komplett löschen, ja, weil der Nutzer gesagt hat, es ist ihm abhanden gekommen. Ich könnte es auch entsperren etc. Hier könnte ich hergehen und könnte jetzt ein Software-Update auf iOS 12 dort pushen. Und das könnte ich natürlich nicht nur auf einem Gerät, sondern ich kann es auf allen gleichzeitig machen. Ja? Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, auf dem Gerät direkt entsprechende Befehle abzusenden. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache einen sogenannten Kiosk-Modus. Das heißt, nur eine Applikation darf überhaupt verwendet werden auf der Oberfläche. Und wenn der Nutzer auf den Home-Button klickt, passiert nichts. Das ist interessant, wenn ich zum Beispiel das iPad irgendwo dort liegen habe an der Rezeption und die Leute sollen sich nur über das Wetter informieren können zum Beispiel. Ja? Und bei unterschiedlichen Betriebssystemen, also das ist jetzt hier ein Apple iPad, sehen diese Funktionen zum Teil unterschiedlich aus. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Windows-PC mir raussuche, dann gibt es hier den Remote Desktop-Knopf und dann könnte ich sofort hier im Browser auf den Desktop drauf zugreifen, die Maus und Tastatur steuern und dem Nutzer helfen. Ja, bei iOS gibt es diese Funktion nicht. Das erlaubt uns Apple nicht, dass wir das so ein Remote Desktop machen ohne zusätzliche App und entsprechend ist der Button dann hier nicht da. Ausgegraut ist es hier, weil ich keine Administratorenrechte habe, aber sonst könnte ich das machen. Ich habe die Oberfläche jetzt auf Deutsch gestellt. Ich kann hier natürlich auch andere Sprachen einstellen, wenn ich will. Kann ich zum Beispiel auf die Sprache Englisch gehen. Was sehen wir hier unten? Hier unten sehen wir die Profile, die wir ausgepusht haben. Zeige ich Ihnen gleich, was das bedeutet. Ich kann auch sehen, welche Applikationen sind drauf installiert, in welcher Version. Und ich kann sehen, wann das Gerät sich zum Beispiel zum letzten Mal mit uns, mit unserem System verbunden hat. Thema Profile. Diese Profile, die wir jetzt hier oben sehen, zum Beispiel Meraki Corp VPN oder Meraki Management, das sind also Profilnamen und die kann ich hier unter Settings bearbeiten und anschauen oder erstellen. Ich habe jetzt hier eine Liste an Profilen, zum Beispiel eben, wenn ich nach Management suche, das war nicht die richtige VPN. Genau, also jetzt habe ich hier zum Beispiel die VPN, das VPN-Profil. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich, in diesem Profil ist nur eine Einstellung hinterlegt, nämlich die im Bereich VPN. Dieses Profil ist auf allen Geräten, die ich manage, ist das ausgerollt. Das heißt, hier unten sehen wir, 4088 Geräte fallen in diese Auswahl, alle Geräte rein. Ich könnte jetzt auch hergehen und könnte sagen, auch nur Geräte mit den Tags, was hatten wir vorhin zum Beispiel, iOS, was hatten wir, iPad, Apple, Entschuldigung, hier oben muss ich suchen, Entschuldigung, falsches Fenster. Also hier könnte ich auswählen, dieser Profil soll nur auf iOS-Geräten ausgerollt werden. Und dann sind es nicht mehr 4000 Geräte, sondern es sind halt noch 250 Geräte, auf denen es installiert wird. So einfach könnte ich das eingrenzen. Oder ich könnte sagen, nur Benutzer zum Beispiel aus dem Bereich, Administratoren. Nur Administratoren, die also iOS-Geräte haben, da gibt es gar keine. Wenn ich das hier oben mal rausklicke, dann schauen wir mal, im Bereich Administratoren sind dann eben nur noch eine gewisse Anzahl an Geräten dann da drin, ne, die diese Einstellung bekommen. Gehen wir zurück zu der Liste der Profile. Was kann ich denn in so einem Profil überhaupt alles einstellen? Im Prinzip alles, was uns die Betriebssystemhersteller zur Verfügung stellen an Möglichkeiten der Einschränkung. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf den Bereich Restrictions gehe oder Einschränkungen auf Deutsch, dann sehe ich, dass ich bestimmte Einschränkungen auf allen Plattformen einstellen kann, weil auch zum Beispiel Microsoft gibt uns diesen Button und hier in dem Fall kann ich zum Beispiel sagen, ich erlaube, dass die Kamera genutzt werden kann oder nicht.
Ja, das kann ich also reinpacken und kann wieder sagen, dieses Profil, in dem ich jetzt diese Einstellungen gemacht habe, soll jetzt auf allen Geräten, auf allen Lehrergeräten zum Beispiel ausgerollt werden. Und wir sehen jetzt hier bei den anderen Einstellungen, welche Betriebssysteme im Speziellen diese Einstellung unterstützen. Also FaceTime einschalten oder ausschalten, das gibt es natürlich nur auf Apple-Geräten. Und wenn ich jetzt weiter runter gehe, dann sehen wir, dass zum Beispiel auch entsprechende andere Einstellungen im Bereich, nur im Bereich Apple unterstützt werden, die im sogenannten Supervised-Modus laufen. Andere Einstellungen gibt es dann zum Beispiel im Bereich ein Android, kann ich Ihnen später zeigen. Ja, was können Sie noch machen? Das sind jetzt nur die Einschränkungen, die ich hier gezeigt habe. Genauso gibt es aber natürlich auch ja, Einstellungen, die Sie übergeben können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Education reinschauen, kann ich den Apple School Manager einbinden, wenn ich sage, wie soll der Bildschirmhintergrund sein, wenn ich sage, welche WLAN-Einstellungen sollen zum Beispiel übergeben werden. Also ich kann zum Beispiel hier Name und das Passwort von meinem WLAN übertragen, sodass die Geräte alle automatisch sich mit dem WLAN verbinden und so weiter und so fort. Sehen, es gibt hier eine riesige Anzahl an Einstellungen. Zum Beispiel im Android-Bereich kann ich in 14 verschiedenen Kategorien Einstellungen an die Geräte senden und da dann entsprechend sicherstellen, dass die Geräte genau so genutzt werden, wie sie eben genutzt werden können und sollen. Ja. Gut, das hier wäre also das Thema Profile und Einstellungen, die ich hier also relativ einfach machen kann. Also wenn ich jetzt nach Restriction oder nach VPN suche, dann zeigt er mir sofort, okay, du musst hier in den Bereich VPN reingehen. Dann kannst du eben sagen, okay, zu welchem Server soll der aufgebaut werden, der VPN-Tunnel und so weiter und so fort. So würde ich also Profile erstellen, die ich dann auf Geräte ausrollen kann. Und jetzt kann ich natürlich als dritten Bereich den Bereich Applikationen ansprechen und verwalten. Und im Bereich Applikationen habe ich hier jetzt eben schon meine Liste an Applikationen, die ich persönlich verwalten will und an Nutzer und Geräte ausrollen will. Und ich kann da auch neue Applikationen hinzufügen, indem ich nämlich einfach hier rechts oben auf Add App klicke und kann dann eben sagen, ich möchte zum Beispiel aus dem Google Play Store, aus Deutschland, möchte ich zum Beispiel, Angry Birds, möchte ich Angry Birds installieren. Weil das alle so toll finden und vor allem ich toll finde, kann ich eben sagen, jetzt hier wieder, das soll auf allen Geräten die zum Beispiel, gehen wir mal hier unten rein, die von Administratoren gemacht werden. Ja, nur Administratoren dürfen eben oder bekommen automatisch jetzt dieses Spiel Angry Birds. Ja, und wenn ich jetzt auf Speichern klicken würde, würden alle Administratoren entsprechend diese Einstellung bekommen, beziehungsweise diese App. Dasselbe kann ich im iOS-Bereich machen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt reingehe und sage, ich habe zum Beispiel eine eigene Applikation, die möchte ich auf Geräte aussenden, dann kann ich eben sagen, okay, ich möchte, ich möchte eine Applikation, schauen wir, ob ich da reinschauen kann, Taschenrechner, also gucken, ob ich die Rechte habe, Taschenrechner, und dann kann ich hergehen und kann sagen, ich möchte die Taschenrechner-App, also die Exe, möchte ich direkt hochladen oder ich möchte eben auf einem Server verweisen, wo diese Applikation eben liegt. Und dann kann ich hier unten wieder loslegen und kann sagen, wer soll das alles bekommen und soll vielleicht diese Applikation automatisch installiert werden, eine Exe-Datei mit bestimmten Parametern. Ja, Quiet und so weiter und so fort, minus S, was es da eben so gibt in der Kommandozeile, sodass die Applikation oder dass die Nutzer davon gar nichts mitbekommen und gar nicht immer auf weiter, weiter, weiter klicken müssen zum Beispiel. Ja, sowas kann ich hier im Bereich Windows zum Beispiel machen. Und das Schöne ist, ich kann eben auch sagen, ich habe die Verknüpfung zu einem Android Enterprise oder einem Apple VPP-Account. Das heißt, ich kann auf meinem
auf meiner Google-Domain oder auch in meinem Android for Work, hieß es früher Android Enterprise-Domain, kann ich eben entsprechende Einstellungen machen, Applikationen kaufen und kann dann eben sagen, so, ich synchronisiere das und dann wird im Hintergrund wird eben synchronisiert, welche Applikationen sind auf dieser Plattform gekauft worden und die erscheinen dann alle hier drin. Und ich kann dann eben sagen, oder ich kann dann alle Applikationen, die ich über, über VPP, jetzt zum Beispiel hier auf iOS, habe, kann ich dann eben sagen, die soll dann entsprechend installiert werden auf den Clients, auf denen ich das eben ja, mir so angeschaut habe. So, das wären jetzt alles Applikationen, die ich darüber verwalten würde. Also, ja, so viel zum Thema Applikationsverwaltung. VPP habe ich schon angesprochen, auch im Apple-Bereich DEP ist unterstützt, also Device Enrollment Programm. Wenn Sie also von Ihrem Unternehmen aus direkt die Geräte kaufen, dann sind diese Geräte fest mit Ihrem Unternehmen oder der Schule verbunden. Selbst wenn jemand das Gerät komplett zurücksetzt und es meldet sich zum allerersten Mal wieder ja, beim Apple-Server, weil das macht es halt als allererstes, dann wird sofort gesagt, dieses Gerät gehört zu Unternehmen XY. Und auch diese Einstellung können wir hier entsprechend synchronisieren. Kommen wir zu dem Bereich Nutzer. Die Identität, die wir vorhin angesprochen haben, sehe ich hier im Bereich Owners. Und im Bereich Owners kann ich hergehen und kann sagen, dass die Nutzer, die kann ich hier natürlich, ich kann hier einen neuen Nutzer erstellen. Oder ich kann eine vorhandene Datenbank hernehmen. Also zum Beispiel kann ich über eine CSV-Datei eine große Anzahl an Nutzern anlegen oder ich kann eben aus meinem VPP, aus meinem Volume Purchase Programm auch entsprechende Nutzer und so weiter übertragen. Alternativ kann ich direkt live synchronisieren mit dem Apple School Manager, mit Chrome, wo ich auch bei Google meine entsprechenden Nutzer anlegen kann oder mit Active Directory. Und so kann ich eben sofort, ohne dass ich jetzt in dem System eigene Nutzer anlegen muss, sehe ich hier Active Directory Nutzer und ich kann also hergehen und kann dann diese Nutzergruppe oder diesen Nutzer, den ich aus Active Directory habe, kann ich dann zum Beispiel hier in die Administratorengruppe hinzufügen und sofort kriegt er alle Einstellungen, die ich auf dem Gerät oder die ich in ein Profil für die Administratoren gepackt habe. So verwalte ich also die Nutzer und wenn ich jetzt draufgehe, kann ich diesem Nutzer entsprechende Geräte hinzufügen. Kann also aus meiner Anzahl an Nutzern kann ich sagen, du hast jetzt die und die und die Geräte und dann alle Rechte, die dieser Nutzer und diese Nutzergruppe haben, werden dann automatisch auf die Geräte gepusht. Ja? Also so haben wir ganz intelligente Integration und auch hier benötigen Sie keinerlei Hardware oder Server jetzt von unserer Seite aus, um die entsprechenden anderen Systeme anzubinden. Das geschieht alles automatisch im Hintergrund. Geofencing wollte ich noch ganz kurz zeigen. Da kann ich dann eben sagen, zum Beispiel, ich kann einen Bereich markieren, der zum Beispiel jetzt die Schule ist, kann also den hier entsprechend großziehen, kann sagen, wenn die Geräte sich in diesem Bereich befinden, dann haben sie und zusätzlich von einem Studenten sind, kann ich diese Policy nehmen und kann sagen, immer wenn diese Policy erfüllt ist, dann sollen zum Beispiel Applikationen installiert werden, ansonsten werden die deinstalliert. Ja, so kann ich dann eben entsprechende Bereiche auf der Karte festlegen und dort Applikationen installieren, deinstallieren, Geräte sperren etc. So, ich kann mir natürlich auch entsprechend Reports ziehen von meiner Nutzung, von meinem System. Das mache ich jetzt hier, sehen wir eben, dass ich diese Übersicht habe, das kann ich mir exportieren lassen, etc., etc., habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Und jetzt vielleicht noch als kurzer Abstecher, was ist denn, wenn ich jetzt mich entscheide, dass ich vielleicht von Cisco Meraki mir zum Beispiel noch ein WLAN-Netzwerk anschaffe später oder ich habe vielleicht schon ein Netzwerk von Cisco. Wie ist denn diese Verknüpfung der einzelnen Tools ineinander? Das kann ich Ihnen auch zeigen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel hier, bin ich jetzt an einem Netzwerk im Bereich ja, in San Francisco. Wir können aber auch nach London zum Beispiel gehen.
Und wenn ich jetzt an diesen Standort gehe, dann sehe ich, im Netzwerk wurden Daten übertragen. Ich sehe hier unten die Clients, die diese Daten übertragen haben, also PCs etc. Und ich kann mir anzeigen lassen, welche dieser Clients sind auch über den Systems Manager gemanagt. Ich sehe also Informationen aus meinem Netzwerk, in dem Fall von Switchen, in dem Fall von Access Points und auch Nutzer, die sich über VPN eingewählt haben. Und ich sehe jetzt, dass einige dieser Geräte direkt vom Unternehmen sind und auch vom Unternehmen gemanagt werden. Das sehen wir hier durch das Yes. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, zum Beispiel auf dieses MacBook Pro hier unten, dann sehe ich alle Informationen aus Netzwerksicht, also zum Beispiel aus dem WLAN. Ich sehe also, an welchem Access Point ist dann dieses Gerät gerade, wie gut ist die Verbindung, welcher Nutzer ist auf dem Gerät eingeloggt, wie viele Daten wurden übertragen, welche Applikationen haben diese Daten erzeugt, Yahoo, CNN und so weiter. Also was macht der Nutzer gerade? Das kann ich auch alles ausstellen, also ich kann das auch datenschutzrechtlich nicht erfassen, aber ich zeige Ihnen jetzt nur, was möglich ist. Und jetzt sehe ich hier unten nicht nur die Netzwerkinformationen, sondern ich sehe auch, dass dieses Gerät eben im Systems Manager gemanagt wird. Und wenn ich jetzt auf Details klicke, dann springt er mir auf der linken Seite im Menü von dieser Netzwerkansicht rein in den Systems Manager und öffnet mir jetzt sofort alle Informationen über dieses Gerät, so wie wir es gesehen haben. Das heißt, hier habe ich eine direkte Verknüpfung aus meiner Infrastruktur hin zum Gerätemanagement. Das wollte ich Ihnen noch so zeigen, wie also diese einzelnen Tools und Module ineinander greifen können. Aber wie gesagt, Sie können auch rein starten mit dem Systems Manager als reine Softwarelösung. Ja, so viel dazu zu dem Thema Live-Demo. Ich hoffe, das war erstmal interessant für Sie und hat Ihnen einen kurzen Einblick gegeben. Es war jetzt keine besondere Umgebung, sondern genau alles, was ich Ihnen gezeigt habe, können Sie auch bei sich und auch mit diesen kostenlosen Lizenzen dann später machen. In Deutschland haben wir natürlich entsprechende Kunden. Ich habe Ihnen aber vorhin schon gezeigt, wo Sie auf die weiteren Informationen zu den Referenzen kommen. Also ich habe jetzt hier beispielsweise mal ein Gymnasium aus dem Bereich Handel, Retail mal was rausgenommen. Und da sehen Sie eben, dass wir entsprechende Kunden da auch haben. Kurz noch als Hintergrundinformation das Lizenzmanagement. Ja, Lizenzmodell ist extrem einfach. Jedes Gerät, das ich managen will, egal ob das iOS, Android, Chrome, Windows Gerät ist, für dieses Gerät, das aktiv verbunden ist, benötige ich eine Lizenz. Ja, wenn Sie jetzt die 20 Lizenzen haben, können Sie aktiv 20 Geräte managen. Und Sie können zusätzlich natürlich einzelne Lizenzen nachkaufen. Die Lizenzen haben eine gewisse Laufzeit. 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre. Und in dieser Laufzeit oder innerhalb dieser Laufzeit haben Sie alle Vorteile, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe. Zum Beispiel bekommen Sie immer die kompletten Updates und neuen Features geliefert und automatisch auf die Plattform. Wir betreiben die komplette Plattform. Wir stellen alles sicher, dass es zu 99,99% verfügbar ist. Wir können von heute auf morgen zum Beispiel 1000 Geräte online nehmen, ist kein Problem. Und das Tolle und Wichtige vielleicht auch hier, Teil dieser Lizenz ist auch 24x7 Telefonsupport. Sie können also jederzeit anrufen und kommen direkt bei einem Ingenieur raus, der Ihnen dann sagen kann, oh, ich sehe, Sie haben da vielleicht eine falsche Einstellung gemacht, was wollen Sie denn überhaupt machen? Dazu bräuchten Sie vielleicht den Haken an der Stelle. Das heißt, alles, was Sie zum Betrieb von diesem System benötigen, ist Teil von dieser einen Lizenz. Wenn Sie ein Gerät verwalten wollen, brauchen Sie eine Lizenz. Wenn Sie 20 Geräte verwalten wollen, brauchen Sie 20 Lizenzen. Und genau dasselbe Modell ist auch bei den anderen Plattformen. Also wenn ich einen Access Point habe, egal welches Modell, brauche ich auch eine Access Point Lizenz für 1, 3, 5 Jahre etc. Ja? Und so ist es eben bei den anderen Geräten auch. Was können Sie als nächstes machen? Wie gesagt, Sie können natürlich jetzt das Produkt dann live testen mit den Lizenzen, die Sie bekommen.
Sie können genauso auch andere Produkte, die ich jetzt kurz gezeigt habe, also zum Beispiel eine Kamera oder ein Access Point, jederzeit kostenlos von uns testen. Bei Nichtgefallen erstatten wir Ihnen auch die Zahlung für den Rückversand etc. Also ohne Risiko können Sie alle Produkte von uns testen. Auf unserer Webseite, die ich Ihnen schon gezeigt habe, sehen Sie die Übersicht über alle entsprechenden Technologien. Und auf dem Blog sehen Sie immer die Neuigkeiten, die fast wöchentlich dort aktualisiert werden. Und natürlich werden Sie entsprechend auch die Informationen bekommen, wer denn Ihr Ansprechpartner ist, und können dann dort die Lizenzen bekommen und natürlich auch weitere Informationen oder nochmal ein technisches Gespräch mit mir oder einem Kollegen führen, um dann entsprechend die Sache für Sie rund zu machen. Ja. Damit hätte ich jetzt erstmal das Webinar für heute beendet.